oder so. Warum schreibt ihr? Hä? Hattet ihr am gleichen Ort? Warte. Ah, auch, aber warte. Hatten die einen gleichen Ort? Was ist das denn für ein kranker Shit? Genau. Vielleicht Auch. hattet ihr zusammen und ihr gegencheckt das gerade. Auch Eidos. Hat, auch, ja, stimmt, Nein, hatten ich wir auch. nicht. Oder ich nicht. Ich nicht, ich bin raus. Wir finden den mal Übergang. Ach, Digga, Muss wieder ey, das schneiden, ist so ne? geil. Muss wieder schneiden. Ja, Dings. Digga, Übergang ist weißt du, gut, oder? was ich immer mal machen wollte? Aua. Moment. Achtung. Damals Hertha-Kabine, so mit Whirlpool und so Sauna. Eigentlich, da war nur Code und dann war man drin. Ach Aber ich so, hatte Angst, dass da Kameras sind und ich rausfliege dann. ja. Das ist auch Wait, danke Risiko. euch für die ganzen Und was war Subs. jetzt Ja, der mega cool. Favoritenort? Dort? Ich habe keine Ahnung. Muss. So verrückt. Ah, natürlich weißt du das. Komm, hau raus. Ja, aber das ist nicht verrückt. So Toiletten, gewisse Toiletten. Das ist nicht verrückt. Meinst du die Garten ist nicht gewisse verrückt. Toiletten? Auto ist nicht verrückt. Strand Wald ist nicht vielleicht? verrückt. Strand. Strand ist verrückt. Würde ich Strand ist auch? verrückt? Ja, öffentlich. Das ist ein öffentlicher Strand. Strand vielleicht so? Will er zwischen meinem Strand? Mit 10 Meter Luftlinie. Das ist krass. Warum ist er gemutet? Das ist krass. Ja, will jemand hört sich irgendwie nicht gut. FKK? Nee, noch nie. Nee, Ja. nee, Ihr? Rohat interessiert mich. Nie so public oder so eine Scheiße. Das ist echt Nie so eine witzig. kranke Scheiße Das war gemacht. cool. Ich finde, das war cool. Wie? Sidney ist so einer, der wird so auf oben so auf Autobahnbrücken und so. Nein. Was ist das denn für ein crazy Call? Kann ich mir vorstellen bei ihm. Dann lieber in den Rasthof-Toilette da oder so. Wo mich keiner Ja, sieht. Ja, Willi, du hast doch nichts gesagt, Bro. ich weiß nicht, was versteht ihr denn Sag einfach mal ein paar. Ich habe auch ein paar gesagt, Bro. Kino. Cool, habe ich auch noch. Also nicht, aber. Hast Blockbuster-Film. Blockbuster-Film. du. Flugzeug, das wäre cool. Kino Habe wäre ich cool mal. noch bei mir. Kino. Blockbuster-Film. Schwimmbad. Auch nicht, cool. Noch nie ein Schwimmbad? Im Wasser? Okay. Aber bei so einem Yo! öffentlichen? Im Ja, so Wasser? ähnlich. In der Ecke. Aber in so einem öffentlichen Schwimmbad? Auf Ich weiß einmal von kommt nichts. einer hoch mit so einer Taucherbrille, Alter. Ich weiß nicht von nichts. Und er guckt einfach die ganze Zeit zu von unten mit der Taucherbrille. Ich weiß von nichts. Was gibt's denn noch für Möglichkeiten? Mal im Wald oder so. Strand. Balkon. Wald noch nie. Balkon? Warum denn im Gibt es Balkon? Ich auch? stehe. Ich stehe. Aber Balkon. warum sollte ich mich. Siehst du, Sidney hat deswegen gibt's auch. Ibiza. Wald, Auto, keine Ahnung, das sind so die Klassiker. Sidney, guck mal, Kalle. Strand. Und Ja, Eidos bei dir, Strand. Bro? Was ist. Sonst gibt's nichts Verrücktes. Ja, Also. sonst gibt's nichts mehr, Bruder. Also wie gibt's sonst gibt's nichts mehr? Du hast gar nichts gesagt. Umkleidekabine gibt's Ich hab doch noch. schon Ja, gesagt. Umkleidekabine. Ja, aber hat. Das ist so ein Basic-Ding, Ja. finde ich. Oh, ich. Nein, das ist cool, ey. Sorry, Imagine, ein du bist bisschen so in Angst. einem Laden, du willst dich so umziehen, denkst du, boah, das Oberteil sieht fresh aus und hinten neben dir hörst du einfach nur. Ah. Einen kleinen Titty-Cookie. Ja, Oder ich anklopfen. sag, ich hab das schon erwischt, welche, ne? Cool. War ganz krank. Welcher Ich sehe Laden? so zwei Füße. Ja. Man sieht doch die Füße unten rum. Und beide, dass die sitzen so beide. Und ich sehe nur noch, wie sein einer Fuß so ein bisschen nach unten geht und so die ganze Zeit zappelt, sein rechter Fuß und so. Und wie der andere Fuß so ein bisschen springt. Ey, yo. Warum hast du da so lange zugeguckt? Hast du da so? Ja, ich war geil halt. Du hast so analysiert, ne?
Hast du zugeguckt auf Ernst? Nee, ich habe halt mal geluschert und dann. Als Stopwatch Party. Real Life Watch Party. Fitnessstudio finde ich krank. Lisa, du? Was? Orte? Hast du noch was? Balkon. Place, danke für den Sub. Ja? Ich hab nix. Bin dabei nicht. Ihr sagt's doch. Hab ich. Zug ist auch crazy. Zug? Zug wäre auch cool. Ich bin überall dabei. Was denn? Jetzt langweilig. Fußballfeld. Die hast du schon mal in deinem Store, Bro? Cap. Hast du es vor? Hast du es vor? Nein, habe ich auch nicht vor. Lüge. Nein, jetzt Real Talk. Was soll ich dir machen, ey? Adam schon gefickt. Was soll ich dir machen? Soll ich denen sagen, ey, willst du mal in meinem Store? Ja. Der Locker in Store. Nee, habe ich noch nie. Lost Place. Habe ich noch nie. Das ist auch nicht mein Vibe. I don't know. Ey, Jungs! Was? Erzähl du mal, Willi. Würdest du in den Swinger Club gehen? An Sydney jetzt? An dich und Sydney. Ich nicht. Da laufen auch so nackte Frauen, nackte Männer, so überall, so keine Ahnung. Nicht so meins. Eldos? Die sind ja nicht nur nackt. Die machen ja, will ich mit gehen mit dir, Swinger Club. Lass Vlog machen, Bruder. Warum denn mit Willi? Ein Tag Swinger Club. Aber warum willst du mit Willi zusammen? Hä, keine Ahnung. Mit meinen Freunden so. Eldos? Ja. Zusammen, Bruder, keine Ahnung. Wir können uns auch so treffen, Digga. Lass, ja, lass uns dort drin treffen, einfach so. Boah, ey, das ist gottlos. Sag mal, ja, wir drei selber. Willi, ich will jetzt nicht stören, aber können lass wir danach ein Foto machen? Ja, IRL-Stream. Egal, das wäre der gottloseste Satz, den ich in dem Raum hören könnte. Ich will jetzt nicht stören und auch nicht unhöflich sein, aber können wir danach ein Foto machen? Ja, klar, lass mich noch kurz fertig machen. Oder du machst es mit jemandem. Und mein danach Gott, und geht danach ihr raus in die Frackenbild. Oh mein Gott. Und dann Gott. Wie, hey, ich bin schon jahrelanger Fan, können wir vielleicht ein Bild machen? Oh mein Gott, das wäre so gottlos. Digga, ey, Sydney, ich habe mal eine Frage an dich. Würdest du mit mir zu so einem Lost Place gehen? Ja. Echt? Nachts und so? Ja. Hey, das ist nicht gruselig. Mit Kameras und sowas. Mach Willi, Rosa du? Riese, Berlin, kenne ich. Was? Ich will mit. Wenn du, machst du das wirklich? Ja, ich will so komplett. Ja, da will ich mitkommen. Ich will so ein Ding auf dem Kopf haben und dann läufst du so durch und dann muss noch Blut überall irgendwie sein. Ja, aber genau. Oder was ist das für ein Korn mit dem wo? Hey, da werden ja, auch vielleicht so, von, da werden auch so ja, Satanisten-Scheiße und so gemacht, ne? Ja, so von den Zeiten, wo die da was gemacht haben, so ein wo richtig gruseliger Lost Place Ort, weißt du? Ich war nur einmal hier in der Nähe, so das ist nicht so, also war schon das crazy. Ist super schlimm, alter Bauernhof, Digga, wow. Nein, das war wow, so. Schweine Leute, da wurden die Schweine geschlachtet. Wow. Aber ich will das so, ich will ich auch so eine Hintermaschine. Ey, ihr kommt nach Köln, wir machen das in Kölle. Da gibt's nämlich so eine Psychiatrie. Und wir gehen zum Kölner Dom. Nein, da gibt's so eine Psychiatrie. Geil. Ja. Kannst dich lass da hin! So Lost Place. In Berlin gibt was. Doch. Wenn ich nach Berlin komme, würdest du mit mir Video aufnehmen? 2 Uhr nachts? Ja. Okay, ich komm morgen. Was für morgen, Junge? Verpiss dich. Auf einmal ist da so Dings. Das ist zu früh. Nicht morgen. Morgen. Diese lockere Abonnententreffen in Wald. Morgen. Oh, bei uns gibt es auch so verspuchte Wälder und so angeblich. Mit Massenmörder und so. Paris-Katakomben. Ja. Der rosa Riesen. Nee, da würde ich niemals reingehen. Warum? Das ist zu eng. Ey, und so. Isa! Ja? Isa! Ja? Warst du nicht Fallschirmspringen? Ja. Wie war's? Ich will auch. War cool. War echt witzig. Ich will auch unbedingt. Du fliegst so runter und du siehst einfach, wie die Erde immer näher kommt. Das ist wie ein Warzone. Und das ist nicht voll schnell. Und also, wie ist das Gefühl? Ging bei mir. Ich hatte Puls auf 95 maximal.
Was? Das ist gar nichts. Das habe ich beim Gefühl Laufen. Wie ist das Gefühl beim Fliegen? Ist man nicht voll schnell und dann hat man dieses Gefühl wie bei so Scream oder Colossus oder so Achterbahn? Ja, der hat so Saltos gemacht in der Luft und dann irgendwann hatte ich die Arme nur noch so und dann hat es so ein bisschen geflattert. Und hattest du eine Kamera auch so auf? Also, ja, der hat mit der GoPro die ganze Zeit in mein Gesicht so reingehalten. Und das war aber von Red Bull, ne? Ja. Der hat auch so, ich weiß nicht, wie die heißen, so Spiralen gemacht. Das heißt, dass du mit dem Fallschirm, dass er nicht mehr so ist, hier oben der Fallschirm, sondern so und dann fliegst du so runter im Kreis. Alter. Damit du so ein Sturzflugmäßig runter gehst. Weißt du, so ein Gefängnis. Hey, warum leckt es? Chat, warum leckt es? Digga, ich hab grad gesehen, Speed hat seinen Schwanz geleakt. Alf? Hey, leckt es bei allen so? Ja? Hallo? Das Digga, mal einfach sein Dick gesehen on stream. Chat. Discord macht Probleme. Oh, nee, da. Andi, danke für den vierten. Jetzt! Hört ihr mich? Ey, Digga, Speed hat sein Dick geleakt, ne? Was hat er geleakt? Sein Schwanz on stream. Schwanig. Warum? Ich will's pissen. Das ist die Frage. Warum? Digga, er ist so ausgerastet in dem Game, hatte so Boxershorts an und dann ist sein Schwanz rausgeflogen. Digga, das ist so eine gute Frage, warum? Ich schick dir Clip, Dings. Digga, wisst ihr, was ich manchmal für unmoralische Angebote in meinen DMs bekomme? Was denn? Hau raus. Digga, es gibt Pärchen, die laden mich zu denen ein. Marlon, ich schick dir. Du was ein? Ja, die sagen, ja, Willi, wie sieht's aus? Ich und meine Freundin, wir sind da voll offen. Hättest du nicht mal Lust, dich mit uns zu treffen? Und was sagst du? Nein, was ist das für ein kranker Scheiß? Sagst du, was denkst du, dass ich da zusag und sag, klar, ich komm rum? Nee, aber vielleicht sagst du sowas wie, hallo, Grüße, hier ist Willi. Ich lehne das Angebot dankend ab, LG. Ey, Freunde, ich verabschiede mich, ja? Nein, bleib! Ich zieh durch. Ich wünsche dir viel Spaß. Nein! Haut rein, viel Spaß noch. Ciao, ciao. Tschüssi! Was machst du jetzt? Ciao, ciao. Ich muss raus kurz. Oh, ich verstehe schon, Bruder. Mach. Jetzt schon wieder Haut rein. Ja, immer das Gleiche mit dir, mein Bruder. Willi, guck mal bitte, was ich geschickt hab. Ja, ich hab's gerade gesehen, das ist gottlos, Digga. Ah, gibt's irgendwo ein Video davon? Sieht man wirklich alles? Ja. Oder so einen kleinen Teil nur? Ich will das Video nicht sehen, deswegen könnt ihr das so sagen. Ja, aber die Beschreibung ist noch uncooler. So, du willst das Video nicht sehen, die Beschreibung ist noch viel schlechter. In allen Aspekten, also, ja. Seine Reaktion ist so lustig. Ach du Kacke. Also sieht man, ja, Bro. So, wie geil. Unpraktisch. Einer schreibt, I show Penis. Gibt's den auf Reddit? Was lese ich hier? Ja, okay. Digga, ich hab letztens, ne, ich zeig dir das mal, letztens hat mich einer, also das war so, ich kannte die irgendwoher, das war so geisteskrank unangenehm. Ich sag so zu der, ey, ich kenn dich doch irgendwoher, ne? Die sagt, nee. Ich sag so, doch, ich kenn dich. Ich war mir felsenfeste Überzeugung, woher ich, also, dass ich sie kenne. Und sie sagt so, nee, wir kennen uns nicht. Ich sag so, ja, was machst du denn beruflich? Sie sagt zu mir, ich model. Ich guck sie so an, ja, könnte hinkommen. Dann ich sag so, wie heißt du denn? Dann gebe ich den Namen ein
Und da steht so: Chat, like mal mein Tweet. Weiter und geh auf Reddit. Und dann wusste ich, woher ich sie kenne. Oh no, dieses andere Modeling. Ja. Dieses also, spezielle Modeling. Ich kann immer schicken, voll geil. Also so schick diese mal. Begegnung. Also. Hä, ist sie Dings? OF oder mehr? Ja. OF. Ach so. Aber intens. Woher kennst du das? Ich weiß nicht, ich bin irgendwie mal auf ihre Bilder gestoßen. Und dann daher kam mir das Gesicht bekannt. Also daher war die mir bekannt. Ich sag die ganze Zeit, ich hab mal überlegt und ich gucke sie über meine Schulter, woher kenne ich dich denn? Und dann hat's. Wird unangenehm. Aber stell dir jetzt mal vor, die hat einen Freund. Freund kommt das erste Mal. Nee, macht keinen Sinn. Die hat einen Freund. Sie geht zu ihrem Freund das erste Mal essen mit der Familie und der Vater so, irgendwoher kenne ich dich. Imagine. Ich hab's am Anfang scheiße erklärt, aber egal. Stellt's euch einfach vor. Meinst du der Vater? Ja, der Vater von dem Freund. Und er sagt so, irgendwie kommst du mir bekannt vor. Sind so eine. Die haben's rausgekriegt an den Ohren. Spielt sein Penis. Das ist so random. Ey, wollen wir irgendwas spielen? Ja. Was willst du spielen? Was denn? Keine Ahnung. Wie meinst du das? Love Island in RP ist gerade. Also, Fortnite, Point Party, Velo. Ach so, meinst du? Ja, ich bin dabei. Was du denn? Keine Ahnung. Ich dachte, muss kurz kacken. Sollen wir irgendwas spielen? Ja, können wir machen. Was kann man? Nicht Codenames. The Demon Party on Ey, ich muss morgen meine Nägel machen. Welche Nagelfarbe? Oh ja. French Nails. Mach so. French Nails. Weiß nicht mehr, was French ist. Das ist vorne so weiß, die Spitze. Aber genau so in der Form. Und die Spitze muss weiß sein. Ja, die ist ja gerade milchweiß. Ja, ja. Milch. Milchweiß. Weißt du das? Was sagst du? Was? French Nails. So, dass man es mehr sieht, was da drauf ist. Das ist eine Schleife und ein Herz. Ja. Was hat das gekostet? 80 Euro? Nee. 45. Nee. Wie lange hält das? 2 Wochen. 3, 4 Wochen. Es ist jetzt 3 Wochen alt, glaube ich, soweit ich weiß. Ich kann gucken. Das ist voll teuer. Das sag ich auch. Nee, das 45 Euro geht. Was beim Friseur zahlst du 250, Isa, ne? Ach so, aber nicht oft. Warum ist Frauenfriseur so fake? Ja, sogar mehr. Sag mal, was du zahlst. 400. Ja, ich schwöre, das ist nicht mal ein Disrespect und das ist null abwertend. Aber Frauenfriseur solltest du werden, weil das sind Preise, die sind gar nicht, krank. Ne? Egal, was du hast. Erstmal, du sitzt da mit Alufolie, kriegst erstmal eine neue Tönung. Ich glaube, ich würde dieser Haarton richtig und gut stehen. Und dann steht der so, dann steht der so hinter dir. Oh ja, toll. Und macht so durch deine Haare. Ja, da müssen wir auf jeden Fall bisschen was kürzer. Oh ja, Haarspliss machen wir auch ab. Und dann macht er hier vorne das. Ja, das Ganze muss hier weg. Was sagst du bis hier? Und dann bis ist er Brust? So. Und dann ist hier der Kopf und dann ist so sein Kopf daneben. Und was sagst du? Ich glaube, ich habe was Tolles für dich. Vertrau mir, lass dich mal machen. Und am Ende. Da rührt er sowas an. Und am Ende machen die dann so richtig die Haare noch so mit Volumen, hochgeführt, mit ein bisschen Wellen. Und dann sieht man richtig, dass sie vom Friseur kommen. Am nächsten Tag nicht mehr. Die sieht aus wie immer. Weg. Doppelfriseur heute. Ja, sieht man. Ja, klar. Deswegen sprechen wir es ja an. Guck, ich hab Locken. Ja, wollte ich gerade fragen. Und wirklich? Hier ist wieder so alles blond. Ja, ich war wirklich vorhin beim Friseur. Hast du gezahlt? Achtung, jetzt sag mal bitte. Nein! Doch! Ich weiß es nicht, warte, wo kann man das auf dem Handy sehen? Wie? Auf jeden Fall, das Gute ist an deinem Friseur, der arbeitet nicht schwarz, weil du mit Karte gezahlt hast, ne? Ja, es gibt hier einen anderen in Stuttgart, der ist richtig Dogshit. Der arbeitet schwarz. Ey, Digga. Ihr Blick gerade. Sag mal.
Ja, gut. Ja. Ja, wir hören leise zu. Aber ich habe auch Shampoo und so Produkte gekauft und Conditioner und Masken. Was bekommen. Und die haben allein super viel gekostet, weil die waren leer bei mir. Soll ich dir was sagen? Nachdem du meine Kundin warst, ne? Mach ich Feierabend. Ja, ein Kunde reicht. Mach weg. Weißt du, wie teuer Extensions sind? Wie viel? Wenn du so richtig, richtig bis zum Arsch die Haare haben willst, gibt ja welche richtig viele, die so 60 cm Extensions hast, wie hier, kosten so 1.500 bis 2.000 Euro, nur die Extensions. Hast du welche drin? Ja. Nee, nicht so lange. Nö. Aber du hast welche drin? Ja, aber kurz. Ja, und das hast heißt, wie Clipper viel kosten? Oder? Ja, die aber ja. Ist doch schon, ist ja im Preis. Hast du Clips? Hast du Clips oder sind die... Tape. Die finde ich persönlich besser, präferiere ich. Die sind cool, ja. Ja. Die mag ich auch. Ja. Also Clips sind Hilfe, natürlich. Nee. Clips. Clips sind cool, weil die spürt man auch. Und wie oft gehst du im Monat zum Friseur? Alle zwei. Was? Ich dachte, du sagst, ich habe Produkte gekauft. Das ist normalerweise bin ich bei 200. Ich muss zum Beispiel jede Woche gehen. 200, 300. Aber ich habe heute zum Beispiel neu reingesetzt. Ein Pack. Guck mal den an. Mann. Warum hast du mich gezwungen, das zu sagen? Ich wollte das nicht sagen. Wie dumm sieht der aus? Was? Du bist mute. Alle zwei Monate. Hey, was ist los? Wie dumm sahst du gerade aus? Mit Popschutz. Also, Ort, was glaubst du, wann Isa letztes Mal beim Friseur war? Ehrlich sein. Keine Ahnung, Digga. Sie hat einfach lange Haare, so. Ja. So, halbes Jahr. Oh mein Gott! Hey, man merkt doch gar keinen Unterschied. Sie war heute rot. Nein! Du hast Disrespect. Warte. Nein. Hör zu. Und was sagst du jetzt preis-leistungstechnisch? Was gab's für den Preis? Was hast du gezahlt? Wie viel hast du gezahlt? Ja, sag du. Ohne Chat. Sag einfach, wie viel hast du bezahlt? Nein, du sollst schätzen. Ach so, ich soll schätzen, wie viel sie bezahlt? Ja. 40er, 50er Lachs? Für 40 Euro waschen die dir nicht mal die Haare. Was? Ehrlich jetzt? Ich mach's dir für 20, Isa. Also ich krieg meinen Haarschnitt für einen 20. Wenn du, je länger deine Haare sind, desto teurer wird's. Aber warte mal, für 40 Euro willst du mir sagen, wäscht er dir nicht die Haare? Warte mal, wie viel hast du jetzt bezahlt? Also mach eine Null mehr. 540! Aber das ist noch Produkte. Dafür hätte ich vor zwei Jahren geblasen. Da waren Pflegeprodukte dabei. Ich habe Kapselzähne gekauft. Das ist super teuer. Das ist so ein Ding, was deine Haare repariert. Ich hatte so ein Flüssigkeitsding, damit deine Haare schneller wachsen. Also hör mir mal zu, Isa, ich habe einen sehr strammen Friseur, 25, der macht dir die Seiten blanker als alles andere. Aber ich will die nicht auf blank. Ist der reich? Was fährt der für ein Auto? Weißt du das? Ich weiß der nicht. Der packt sicher seinen Porsche vor der Haustür. Macht der nur Frauen? Ist eine Friseurin. Das ist meine Friseurin. Macht sie nur Frauen? Nee. Das ist Lydia. Das ist voll die Liebe. Lydia, klar ist die lieb wie 540. Ja, ich auch lieb. Ja. Ja, machen wir 540. Gott. Eigentlich 600, aber für dich machen wir 540. Ach so, an. Isa, weil du so oft da bist. Also 540, Isa. Alter, ich sag, weißt du was, ich gebe dir das auch noch mit. Digga, für 540 Euro kannst du ein krankes
Outfit kaufen. Komplette Klamotten. Einfach Haare. Das ist wegen den Pflegeprodukten. Was garantieren die Pflegeprodukte? Was hat dir die Lydia da erzählt? Gar nicht. Länger, kein Bliss? Oh, man, das brauchst du Bliss? Ich sag, glaub mir, nach den Duschen. Komm einfach so mittags bei euch, komm aus so mittags. Und dann komm mal nach Bahntickets für mich und für dich von Hamburg. Ganz andere Wirkung. Komm mal nach Bahntickets. Und die bringen Volumen, ja. Guckst dir an, siehst es. Ja, das geht dann unten immer in den Bliss und dann... Nicht Bliss. Wie? Spliss, ja, natürlich. Natürlich. Und das am Einsatz einmassieren, dass es halt auch dann nicht die Farbe weggeht, ne? Nein, auch nicht am Ansatz, dann gehen die Tapes raus. Damit der pH-Wert deiner Haut aufbleibt, gleich bleibt da oben. Ja. Yeah. Und wie ist es denn so? Ihr quatscht dann, gibt es dann auch so Mädels-Talks beim Friseur? Aber man muss auch bedenken, ich saß 5 Stunden da. Macht's nicht besser. Was hat er 5 Stunden gemacht? Nee, ich sag, Was hat der 5 Stunden? Was hat der ein paar Zöpfe gemacht? Ich sag, das wird noch krasser. Ruat hat gerade gesagt, du warst vor einem halben Jahr da. Und hast jetzt ein halbes Jahr. Dass du 5 Stunden das, oh, das macht nichts besser. 5 Stunden? Ist ja, du musst ja die Produkte einberechnen, die sie verbraucht, und dann ihren Lohn. Was hat er denn? Hat er den Kaviar an deine Haare geschmiert? Nein, aber das Shampoo allein kostet beispielsweise 50 Euro schon. Ja, aber davon macht sie ja nur kleinen Klecks rein. Ja, aber nicht so wenig. Die macht schon ein bisschen mehr. Ja, ich komme auch so dann. Also, was glaubst du, schneidet die auch Männer? Ja. Ich würde... ja. Was glaubst du, muss ich bei der zahlen? Ich glaube, es kostet ein Fuffi. Fuffi? Ey... Die Lydia, die ist ein abgezockter Hund. Das Nein, Lydia, nicht. Ich glaube, Sessa macht Männer. Ich glaube, es kostet 50 Euro, ich bin mir nicht sicher. Ja, Sessa ist ein ganz großer. Aber der braucht auch dann eine Stunde, macht es immer ordentlich. Mm. Und nimmt sich ganz viel Zeit. Auch eine Stunde und ich zahle 25 Max. Ja? Max. Wegen Bart, ne? Bei mir? Mein Friseur früher war 10 Euro. Ja, mein auch. Ja. Friseur damals. Photoshop. Afro-Shop 10 Euro und immer der letzte, weil alle, die reinkamen in Afrikaner, haben immer vorher Haare geschnitten. Ja, und wir waren die hellsten. Ja, und wir mussten immer zum schlechtesten. Ja, zum schlechtesten. Der in der dritten Reihe meistens. Ja. Der hat dich dann so hergewinkt, der Platz war nicht umsonst frei. Und dann guckst du auf dein Handy. Guckst auf dein Handy, so, willst du dich dahin? Und dann muss dein Kumpel sagt so, geh nicht zu ihm. Ja. Und dann er ruft. Im Vorhinein wurde immer besprochen, wo du nicht hingehst. Und du bist da hingekommen. Und wenn du fertig warst, warst du eigentlich ein bisschen traurig. Ja, ist gut. und am nächsten Tag bist du zu deinen Jungs gegangen oder im Umkehrschluss hast du gesagt, ey, ich war wieder bei dem. Ne? War bei mir ganz krass. Früher wollte ich auch nie alleine zum Friseur. Musste meine Mutter immer mitkommen. Andere Shop? Ja, die saß dann da. Ich schwör's euch. Ja, also 540 Euro ist geisteskrank. Wegen den Pflegeprodukten. Willi, ich hasse mich. So? Hast du die Produkte mitbekommen? So, ja. Ja, hat sie gekauft. Kannst du die Produkte ganz kurz zeigen? Nein, die sind im Auto. Die sind nicht im Auto. Okay, wie viele Produkte sind das? 3, 4? 2. Und du hast gerade gesagt, die ganzen Produkte, als ob das 7 sind. Ja, sag ich doch so. Sie sagt, die ganzen Produkte haben 540 insgesamt. Sonst zahlt sie 200. Das heißt, die Produkte kosten 150 each. Nein, guck. Also, normalerweise zahle ich so 250. Nein, roundabout. Das gibt's 200. Dir auch noch mit. Nein, guck. Weißt du was? Kriegst einen Hausrabatt. Also, normalerweise zahle ich so 250. Aber ich habe mir zum Beispiel neue Extensions reingesetzt und die musst du bezahlen und die haben mega viel gekostet, weil die neu sind. Hochsetzen kostet nicht viel, aber neu ist extrem teuer. Und dann noch die Pflegeprodukte. Und allein dieses K18 ist super teuer. Wie lange halten die Produkte? Monate. 3, 4. Ehrlich? Okay. Das ist das erste Positive. Also in diesem ganzen Gespräch. Ich glaube, mein Shampoo hält ein Jahr. Mein 3-Euro Shampoo. Ja, Mann. Dafür habe ich ein 2-Euro Duschgel. Ja, gut. Ebenfalls. Gut, Dusche. Okay, krass. Bestes Shampoo? Head and Shoulders Apfel.
Apfel und die größte Box im Angebot im Zweierpack. Abfahrt. Machst du gar nichts. Ja, ich muss dir sagen, ich habe Duschgel für 60 Euro gekauft. Was für eins? My chat. Ich habe so gegoogelt, einfach so das beste Duschgel. Reinisch. So rein von Körper. Ja. Und dann habe ich so, also so, ja. Das ist so ein, ja, das ist so, wo du auf so eine Tube drückst und so. Ja, daran merkt man, dass Geld keine Rolle mehr bei dir spielt. Ja, aber das hält voll lange. Ich habe das schon seit einem Jahr. Wie viel kostet deine Seife? Geld auch nur so einmal in 4 Monaten. Euro. Was? Trüffelseife. Trüffelseife. Du hast Trüffelseife, ne? Mhm. Mhm. Voll krass. Also daran merkt man, Chat, dass Rohr halt so sagt. Yo. Hast du ein Bild, wie deine Haare gestern noch sind, Isa? Nee. Ich gucke jetzt EVOD. Ernsthaft? Achso, gestern? Ja, also vor dem Friseur. Ja, man sieht halt nichts, weil ich habe meine Tapes hochsetzen lassen, die sind schon runtergegangen, dann hast du die wieder hochgeklickt, neue rein und dann halt gefärbt hier. Warte, alles. Das sollte man ja schon sehen, eigentlich. Nein, kannst du nicht, wie willst du es denn sehen? Warst du gestern beim Friseur oder hast du heute die Haare geschnitten? Heute beim Friseur. Ich habe dein VOD gerade von gestern geguckt, ich sehe keinen Unterschied dieser. Ja, weil du auch ein Typ bist. Das verstehst du nicht, Roat. Ich hab's gesehen. Sidney und ich hab's gesehen. Watch this! Siehst du das nicht? Mann. Doch. Also, würdest du sagen, wir haben recht oder würdest du sagen, wir sind blind? Was war denn gestern verkehrt an deinen Haaren? Also, du hast ja später auch noch Zöpfe gehabt, hä? Echt? Sie sehen aus wie jetzt. Ja. Das ist halt jetzt blonder. Okay, warte mal, Isa, ich frag mal meine Mädels im Chat. Mädels, seht ihr den Unterschied? Ich muss ganz kurz gucken. Ja, an die Mädels im Chat. Ja, wir haben mittlerweile sehr crazy Community Rohrt. Sorry. Ja, Mädels, wie sieht's aus? Sehr viel Gegenwind, ne? Von den Mädels. Katrin schreibt, man sieht schon, dass es heller ist. Ja, Katrin weiß ich Natalie nicht. Heller. Victoria 100%. Emily schreibt ja. Halt super viel blonder. Lisa schreibt ja. Sophie und schreibt du hast Lisa. Aber jetzt einen ganz anderen Licht. Das ist, ja, aber genau, und das ist von 12.56 Uhr. Celine, ja, sieht man nicht. Selina, Unterschied. Anna, man sieht das. Jasnina zeigt von gestern. Ja, mach ich gleich, meine Liebe. War das Bild von gestern oder von heute? Vom Friseur? Von heute. Da, guck, er hat Volumen reingemacht und Wellen, wie ich gesagt habe. Marie, das ja. Die immer. Schau mal, was hier super stehen würde, wenn ein bisschen mehr Volumen. Es betont deinen Kopfform viel mehr. Ich wäre so ein guter Friseur. Kingsley, ja. Celine, 100% sieht man. Sag ich auch, Mädels, dass wir das ganz kurz haben. Sag ich auch. Man sieht es am Ansatz, ja, definitiv. Und an den Wellen. Auf jeden Fall ist das Resultat toll. Super. Hast du ein bisschen mehr gezahlt, aber passt. Ja, mein Gott, das ist eine Investition. Ab jetzt geht's nur noch bergauf, girl. Period. We don't give a fuck. We don't care about this. Isa, wer war denn so dein Kindheitsvorbild? Boah. Von Frauen so. So Paris Hilton, Britney Spears, Ashley Tisdale, Kelly Clarkson. Ich glaube, am Anfang mochte ich Ashley Tisdale voll. Ja, aber ich auch. Mariah Carey. Ich muss nicht daran denken bei dir. Nee, bei mir war es Ashley Tisdale wegen High School Musical. Hattest du einen Jugendcrush? Darf man das fragen? Jugendcrush? Zac Efron? Wollte ich auch gerade sagen. Justin Bieber. Johnny Depp und Brad Pitt. Abgefahrener Shit. Johnny Depp und Brad Pitt? Was? Sugar Daddy? Was war denn das? Hey, yo. Hä? Bei mir war es Vanessa Hudgens. Ich hatte so viele. Ich auch. Was hat sich immer gewendet. Ja. Digga, Zoe kennt 101, ihr? Zoe 101, oh Gott. Warte mal, wie? Zum Beispiel. In jeder Serie war irgendwie. Bei Transformers. Sandy. Ja, Megan Fox, geisteskrank. Bis heute gucke ich mir diese Stelle an, wo sie von der Motorhaube hochkommt.
Schieß ja, ja, wo, man, wo, wo die Cam so auf den Bauch geht und dann so nach oben. Mal, Tuba Stolz, diese Schwarzhaarige. Ja, die mit fetten Titten. Oh mein Gott, Digga. Crazy. Ich fand auch, das klingt voll blöd, von The Big Bang fand ich auch immer die Nachbarn mega geil. Penny fand ich auch geil. Doch, die heißt Coco, geil Coco irgendwas. Ja, Digga, Isa ist so eine, die kennt sich Victoria Justice mit Hollywood-Stars aus, ne? Die ist da voll drin. Ja, ja. Victoria Justice. Jessica Alba, Leck. Ja. Rihanna. Boah. Bei Fantastic Four sah die auch geisteskrank aus. Two and a Half Men mit wie heißt sie? Digga, da waren so viele. Chelsea. Das war ja ein abgefahrenes Ding. Ein Fisch. Chiki, danke für deinen 22 Monate, Bro. Weil Charlie hatte jeden Tag so einen Charlie hatte einen beste Auflauf. Serie. Ja, no cap. Sophia Vergara. Nein, weißt du? Sophia Vergara. Ah. Du meinst die Spanierin? Ist sie Spanierin? Eieiei, Mami. Oder Brasilianerin? No te quiero. No te quiero. Die ist jetzt Single. Ich weiß. Mucho, Mami. Ich hätte keine Pornostars. Ich hab das selbst schon mal geschrieben. Auch Silvi Meis damals. Boah, Silvi Thunderfuck. Was hast du gerade gesagt? Ich kenne eine Pornodarstellerin. Wen? Persönlich? Emily Willis. Guckst du die? Nee. Ja, weil das haben Leute in meinen Stream reingeschrieben. Nee, ich hab... Emily Willis? Ja, Willis. Digga, wusstest du, dass Sky was mit Johnny hatte? Johnny Sins? Ja, ja und Sky. Ja, ich hab einen TikTok gesehen. Wenn Mädchen sowas gucken, googeln die nach Männern oder nach Frauen? Ich hab eine Umfrage gemacht. Ich guck keine. Noch nie geguckt. Und sonst? Andere? Ich hab eine Umfrage in RP gemacht, dass die OOC antworten sollen. Und die sagen, die gucken ein Mann, zwei Frauen. Das ist also ehrlich, die Mehrheit hat das gesagt. Ein Mann. Ich war noch nie in meinem Leben auf einer Pornoseite. Auch nicht. Auch nicht. Als mein Freund mir das erste Mal gezeigt hat, Digga, da war ich so 12 oder so. Boah, Alter. Ruhrt hat mir den ganzen Schiss. Hab ich gar nicht getraut hinzugucken. Nein, mein Bruder, ich schwöre auf alles. Ich wollte Sims spielen. Welcher Bruder? Ich war so 7 oder so. Welcher Bruder? Mein Bruder. Achso, ja. Rico, ja. Wir haben noch zusammen gewohnt. Und dann war, wir hatten einen PC, da habe ich über Manager oder Sims gespielt, ne? Ich gehe am PC, Sims. Ich mache ihn an, ich schwöre, da läuft was, ne? Ich war so 6, 7 Jahre alt. Oh, abgelogen. Ich wusste nicht, was da passiert. Ich wusste gar nicht, was da passiert. Hab doch ein Porno gesehen. Da gab es einen Blub. Der hatte so eine richtig rote Eichel. Das weiß ich noch. Und da habe ich schnell weggemacht, weil ich Angst hatte, dass meine Mutter das sieht. Stefan, die hätte mich gesehen, so... Doch, doch, ich hab doch einen gesehen. Mit 7 oder so, ne? Bei mir war es mit 6! Bei mir war früher Sport 1. Ja, nein, guck, ich war an dem PC von meinem Bruder, hab Grinch reingemacht und auf einmal ist nicht Grinch angegangen, sondern das war so, da waren so zwei Feen, aber die hatten nur Flügel an. Nee. Das ist ja der und dann komplett. Mussten die bei so einem Ritter vorbei, aber... Du hast ganz schön lange geguckt, das Ding. Das ist ein ganz abgefahrener Scheiß. Das ist es nicht, oder? Ich guck mal weiter. Ganz schön abgefahrener Shit. Sorry, also. Das ist dann hab ich meinen Papa geholt. Und dann gab's Ärger. Okay. Hey, was, okay, was eigentlich jeder geguckt hat, Two Girls, One Cup. Habe ich nie geschaut. In der Schule hat das jemand mal gezeigt. Ich hab eine Wette mit Medi gehabt. Ich hab's mir komplett angeguckt, hab einen Fuffi dafür bekommen. Ich sage, soll ich dir sagen, warum ich mir das nicht angeguckt habe? Weil ich mir, ich bin ein Visualist, ich bin ein Vorsteller und ich möchte mir diesen Akt nicht in dieser oder die Sachen, die da machen, vorstellen. Scheiße fressen und so eine Kacke. Nie geschaut. Ich weiß gar nicht mehr, was da genau passiert. Wir haben in so einen Becher gekackt und so gegessen und so. Ich habe aber... Damals war mein Ding Sport 1. Ja, auch. Also DSF. Ja, 105, 46, 46. Ich weiß noch, Digga, da war so unten das SMS-Nummer. Ich habe einfach mit Haustelefon angerufen. Bruder, ich wollte ja, viermal da anrufen in der Nacht. Das, aber was, ich, was macht was passiert dann? Wie, was passiert dann? So weit bin ich nicht durchgekommen. Ich angerufen mal. Kennst du nicht jetzt Turbo, wo sie diesen Döner isst und dann so telefoniert? Das passiert dann. Ich bin nie da durchgekommen. Also DSF war ein ganz krankes Ding. Fremdgehen 69. Sportclips. Geil. Immer. Warte mal auf so einer Livecam-Seite. Will ich.
Ich war da mal, aber ich habe mich nicht getraut so richtig. Na, wo so Frauen streamen. Ja, das so. Aber Digga, mein Mod hat da mal Geld investiert. Hört mir mal zu, wie krank. Ja, man muss sich ja Coins kaufen. Schaut uns an Ranger hier im Chat. Digga, Chatobate oder so heißt die Seite. Digga, er macht Übertragung, er setzt irgendeinen Coin und ihr Vibrator fängt einfach an, so krass, so Faxen zu machen. In ihr drin? Ja! Und die geht dann so voll ab und er hat so Coin donated. Naja. Ich hab das, noch nie gemacht, aber ich hab das schon voll oft gehört. Dann, man kann auch so im Private-Chat damit der machen, ne? Ja, ja. Ja, geht auch. Ja. Lass mal später machen. Discord. Es gab einen, der wurde Discord Serienmörder, weil der süchtig war nach einer Cam-Dame und hat das ganze Geld aus seiner Familie verbraten und 250.000 Schulden seiner Familie gebracht, weil er die ganze Zeit dieses eine Cam-Girl sehen wollte. Und danach hat er seine Familie umgebracht, weil die Familie gesagt hat, er hat ein Problem und hat den in Therapie geschickt. Das macht man nicht. Macht man nicht. Das weiß ich über Cam-Girls. Weiß ich nicht. Okay. Leute, fernhalten von Cam Girls. Ja, definitiv. Sowas auf keinen Fall, bitte. Also, ihr habt genug andere Alternativen. Wo ich auch immer anrufen wollte, ich habe sogar richtig lange mal zugeguckt, auch bei DSF, Dauerwerbesendung. Dieses, finde, da wo dieses... Werbung wie Werbung, sag ich, das lief dieses, durch. Ja, es lief durch. Finde drei Wörter, sowas. Ich weiß, wo die Wörter sind, da und da. Nach jedem Schlag den Rab wollte ich die Halbzeitshow anrufen und dieses Auto abräumen. Ich war mir zu 1% Leo. Also, das Auto hat uns gehört. Ich wollte meiner Mutter helfen. Oder, es gab eine Zeit lang, warum meine Mutter mir kein Handy für 1 Euro kaufen wollte. Ja, Mann. 1 Euro mit Vertrag. Ja. Ich sag, das ich kostet 1 Euro. Bitte. Was muss es denn noch kosten, dass ich kein Handy bekomme? Ja, Mama, bitte, das kostet nur 1 Euro. Sidi, das kostet nicht 1 Euro. Da ist ein Vertrag mit dabei. Das musst du abbezahlen. Also ich früher... Ich habe 6 Stunden geguckt bei DSF. Oder habt ihr auch bei Monopoly McDonald's früher getryhardet? Ja, klar. So bei Müllermilch. Ja. Immer geguckt, Müller, ob da Müller was... nicht. McDonald's Müllermilch war crazy. Habe ich nie geglaubt. Aber bei Monopoly McDonald's habe ich nie geglaubt. Ich auch. Immer geguckt, was ich abschreiben kann auf dem Big Mac. Das Einzige, was gut war, waren diese Sofortgewinne. Ja. Immer extra so ein Mac-Menü bestellt, damit man am Getränk waren 2, am Big Mac 2 und am Pommes auch. Große Pommes, damit da 2 dran sind. McDonald's war damals immer die gleichen. Okay. Glaubst du, das ist heute immer noch so für Jüngere? Oder gibt's, checken? Ja, das gibt's noch, ne? Es gibt noch Monopoly. Oder? Ich glaube, es gibt noch welche, die es richtig feiern. Ich habe letztens einen TikTok gesehen oder so, da hat jemand seinen Gewinn eingelöst. Das habe ich zum ersten Mal gesehen, dass es geht. Habt ihr es auch gesehen, Chat? Oder auf Twitter oder so? Ich habe neulich da tatsächlich ein Handy gehabt. Naja, die sagen, das wäre ein Scam jetzt über App. Ja, das ist voll smart. Schreibt der Chat. Jetzt ja, ist Game. Mich würde das mal gerne interessieren. Die hauen da einfach einen Golf rein. Eine Karte gibt es nur von der Schlossallee zum Beispiel. Ja. Und dann machst du halt 20 Minus, bezahlst den Golf, aber dafür haben sich so viele was gekauft, dass es das rentiert. Das ist voll smart. Gab es nicht mal so eine Mafia, die da das Ganze, sich die Hauptgewinne rausgeholt haben, so Mitarbeiter? Boah. Und haben alle nur Scheiße gewonnen? Aber seine ganze Familie hat auf einmal ein Haus, ein Auto. Ich wollte damals auch mal zu Charlie Schokoladenfabrik arbeitet, ne? Ja, Mann. In den USA war das. So. Hätte ich da gearbeitet bei McDonald's. Kennt ihr noch dieses Ding, was man so aufgerissen hat, so mit Lautsprecher? Ich glaube. Bei McDonald's? Ja, wo dann so Musik rauskam. Ja, yeah, ich bin ein Gummibär. Von so Bands. Ja. Yeah. Ja, ja. Von Monrose hatte ich das. Lol. Habt ihr damals auch sowas Popstar geschaut? Ja. Digga, mit Mandy Capristo? Ich nicht. Ich mochte aber Monrose voll. Es ist doch Monrose, oder? Ja, ich mochte das voll. Mandy war ein Crush von mir zum Beispiel, weiß. Die fand ich auch geisteskrank hübsch. Und es gab noch eine, so eine Türkin oder so. Ja, Senda oder so. Ja, Senda heißt sie. Senda. Ja, die gibt's auch, aber noch eine. Ach schon, das weiß nicht. Die aha, ja. Ah, weiß ich nicht. Ja, die. Okay, meine lieben Freunde, ich verabschiede mich. Roach, Moach, out. Wo gehst du?
NRP rein. Hm. Abgelehnt. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, dann sind wir nur noch drei. Wollen wir was zocken? Ja. Okay, Mann, viel Spaß euch. Hau ja, rein, Mann. Bitch. Nee. Digga. Bitch einfach. Warte mal. Ah, Fullcam. Ey, yo, Rowhead. Ey, yo, anmachen. Okay. Ja, ich wollte noch ein bisschen in RP reingehen, Chat. Auf diese leckere bisschen RP. Money, der Gas. I can see the future is looking like we know what to do. Who town them now? I can get it now. I just want it up. I can get it now. So cold. So cold. Kein los. Sound ohne VOD. Oh, bitte lass das, Chat. Bitte lass das. Okay, Chat. Talk zu Urus. Können wir später haben, wenn ihr da Bock drauf habt. Auf jeden Fall, das Ding ist halt einfach, dass voll viele Leute halt, gehatet haben, so. Aber die Mehrzahl der Leute war halt positiv über, darüber, weil ist halt auch positiv für Content ist und für meinen Kanal so. Aber dazu sage ich euch später was. Schick mir deine Adresse, Tassos. Ich schick dir sogar for real was zu. Ja, Urus wird's. Deutschland, Österreich, Schweiz. Wie sind meine Sing-Skills, Chat? Was sagt ihr? Ja, Tassos. Schreibt, mein toter Hund ist aufgestanden, um mich zu beißen, weil ich dir beim Singen zuhöre. Das ist übertrieben. Das ist übertrieben. Das ist übertrieben in meinen Augen. Der Doom. Danke dir für 5 Gifted, Bro. Bleib mal leise. Konzentriert euch und lasst euch immer nicht ablenken von so einer unnötigen Kacke. Ja. Und ich wollte einfach nur, ja, ich würde euch gerne näher kennenlernen, weißt du? Sosa. Weißt du noch, was ich dir gesagt habe, wie lange, seit wann ich wach bin und ich dachte, ich bin Platz 1? Wer ist denn? Mit 21 Tage. Steht neben dir. Der rechts neben dir. Frag ihn mal, wie lang. Tommy, wie lang? 50 Tage. Visum Stufe 185. Bismillahirrahmanirrahim. Ich brauche einen Therapeuten, alles gut. Wie lange bist du Omi, hast du, gehst du nicht mal deine Katze füttern? Oder? Ich gehe nicht mal duschen. 18 Stunden am Tag da. Hat er gesagt, ja. Sitzt du auf Pizzakartons oder?
Und stellt euch vor, du gehst noch 2 Stunden schießen jeden Tag. Mhm. Und du ja, kannst alles erledigen. Sport. Also machst du 20 Stunden am Tag nichts anderes. Also so ungefähr, ja. Wie alt bist du? Wenn ich dir das jetzt sage, wirst du dir denken, der hat sie nicht mal. Ich bin 44. Aber du würdest niemals denken, Kevin, wenn du. Kevin, du willst. Nein, ja. Aber hört mir zu. Wenn ihr mich sehen würdet, und das meine ich wirklich, oder kennen würde ich mal, ihr seht mich ja jetzt hier, würdet ihr niemals sagen, der ist 44. Ja, ja, bleib mal hier, bleib mal hier. Also, er ist 60. Lass mal los. Okay, Homie, bin, wenn einer hier bleibt, dann er, Homie. Ich schwöre. Digga, 50 Stunden Spielzeit. Homie, hast du deine Rente schon geklärt, also? Ich brauch das nicht, nein. Hast du schon... Ah, du hast ausgesagt, mich. Leben durchgespielt, oder? Ja, ich hab komplett alles durchgelebt. Mein Bruder, du kriegst den Besten. Was? Wenn irgendwas ist, weil das Wichtige ist, im Leben immer gegenseitig 50 zu Tage, stimmt. Fall, dann wächst du mich auch mal mit einem 500er, ja? Nein, natürlich, kein Problem. Nein. Okay, also du hörst dich auch auf jeden Fall nicht an wie ein 44-Jähriger. Dankeschön. Hörst du dich hier sehr jung und frisch an? Ja, hör mir also bei 10 Stunden bist du am Tag da. Mhm. Also ich kann dir, also ich meine, John Reese könnte dir das sogar bestätigen. Ich glaube, was ich farme, farmt nicht mal eine Familie zusammen. Mittlerweile musste ich kürzer treten, in der Tat, wegen dem Immobiliengeschäft. Mhm. Aber ansonsten ist die Aktivität sehr, sehr hoch. Ja. Hä? Aber wie? Du kannst dich um unsere Häuser kümmern hier. Knallst du gut? Jetzt kommen wir aber bitte nicht, wir knallen jetzt. Ich glaube schon, also ich glaube mit einer 1-2. Einfach nur so für ein Alter von 44, eine 1-2er KD, ist das glaube ich ganz. Okay. Ja, ich sogar mit KD. 5 von 10? Ja, aber Digga, was soll ich sagen? Bleib mal hier. 0 von 10, komm, sag mal 0 von 10. Was bist du? 0 bis 10 meint er. Ja, was bist du? 7. Hast du eine Waffe dabei? Nein. Na, aber kann ich baller gehen? Jetzt nicht, Kevin. Nein. Wieso? Wieso ballerst du jetzt nicht? Baller gegen Kevin, Mann. Baller gegen Kevin. Nein, Kevin ist Dogshit. Warte mal, bist du in der Familie, Homie? Nein, ich bin gerade vorstellen. Ich bin Kali TV, Sosa. Yo, Enzo, was soll denn das hier? Sag mal. Was ist das für ein Fang? Wertig. Digga, er ist 50 Tage auf dem Server-Chat. Nee, von Kali. John. Nee, jetzt bist du von meinem Platz runter. Ja, ich komme darauf echt nicht klar, ne? Das ist crazy. Auf jeden Fall den Server gibt's erst seit... Aber wie gesagt, Kevin, ich würde gerne öfters hierher kommen, euch gerne kennenlernen, euch so eine Beziehung aufzubauen, mich connecten. Mhm. Ja. Und unabhängig von Kali, also ihr braucht nicht irgendwie denken, dass ich irgendwelche Infos, dies, das, irgendwas hier, ja, MOB, dies, das, ist mir scheißegal. Ich bin da auch ehrlich zu John. Homie, wir sind sowieso nicht so, dass wir Informationen haben und unter einer Decke treffen und dann sagen, hey, wir machen das. Wir haben da gar keine Pläne gegen Kali, gegen irgendjemanden gerade. Homie, gehst du mal kacken? Hab ich alles, ich sitze auf dem Topf, Mann. Nein, jetzt bleibt man auf dem Teppich, natürlich. Also so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Abgesichert, das kann sein, Homie, Alter. Vielleicht hast du auch die Toilette, die in deinen Arsch reingeht und deinen Arsch wird. Vielleicht auch ein Stuhl mit Toilette, weiß nicht. Also wir machen so. Bleib mal erstmal jetzt ein paar Tage mit den Jungs unterwegs hier. Lern mal die Leute kennen. Und ich werde dann mit den Jungs reden und schauen, was die von dir halten. Dann werde ich nochmal mit dir ein Gespräch führen, wie das gerade läuft mit den Jungs. Und wie viele dann Tage kommen hast wir bestimmt aufeinander. Wenn ich fragen darf. 21. Oh, das ist nicht meine Liga. Ja, 21 ist eigentlich auch schon so, das ist auch schon geisteskrank. Das ist eigentlich schon so, dass du eigentlich. Das so, ist schon brutal. Das ist das schon, das ist schon so, du hast verdient, den du nach Hause geschickt zu bekommen. Was hab ich verdient? Nein, nicht stimmt. Ey, warte mal, gibt es den Start nicht erst seit 2 Monaten? Vor dir auf Gedanken kommst, mir einen Goldener zu schicken. Ja. Wer hat hier am meisten? Natürlich er, wer sonst? Ja. Nein, außer er, von uns. Du. Hey, der 20. Mit 19 Stunden. 20. Wie sieht man das? Kevin, gibt es den Start nicht erst seit 2 Monaten? Ja. Bin ich ran.
Doch. Also ich weiß nicht, ob das bei euch ist. Also ich hab ja doch. Achte Finger. Verheiratet, ja. Geld, Bank. Ah, ich bin einfach ein Minus, Digga. Mit wem bist du verheiratet, Kevin? Mit niemandem, da steht niemand. Ah, okay. Noch Kevin, was habt ihr eigentlich so für Wochenabgaben, wenn ich frage? Homie, ich hab wenn du mit kommst, der Sache nicht so. Aber was machst du, Homie, was ist denn? Das Dreifache. Also, redest du auch so mit Leuten oder machst du so Farming-Simulator-mäßig? Immer so eine Stunde pro Tag. Achso, ah. Also redest du auch mit Leuten oder ist es so Euro Truck Simulator für dich hier? Nee, ich rede auch. Ich habe sogar sehr viel Aktivität, das muss man schon sagen. Also wenn du überlegst, also wenn ich dir sage, guck mal, ich mache noch das halben Tag Immobiliengeschäft und ich habe am Tag 3000 Hero-Farmer, fertiges. Was, 15.000, Bruder, geht's da? Es gibt diese Ding, gell? Es gibt diese Farming-Simulator, wo du so einen türkischen Truck hast, von Antalya nach Dings hast. Das ist nicht so deins? Nee, hab ich schon nie gemacht. Okay. Ist safe, wenn wir fighten beim Sammeln, ich sag so, was ist? Nein. Naja, also, das ist auf jeden Fall so 18 Stunden, das ist... Also, wenn du schlafen gehst, dann bist du am Sammeln, oder was? Nein. Wenn ich schlafen gehe, gehe ich schlafen. Dann mache ich auf und dann geht's weiter. Ich habe natürlich auch 4-5 Stunden. Oder Alter, wisst ihr, in dem Alter... Hast du Kinder? Drei Stück. Eine 22-jährige Tochter, 15-jährigen Sohn und 5-jährigen Sohn. Achso, also heißt, wenn du so deine Freizeit mäßig machst, dann musst du am Sammeln. Nein. Oder arbeitest du nichts? Nein, doch, ich arbeite. Ja, aber das ist ausgesagt, David, ne? Ist das überhaupt eine Familie also, vor, so? Wenn du jetzt auf meine Tochter ansprichst, nein, die ist Single. 22? Schieß mal an sein Ding. Ich bin nix außer 20 Jahre alt. Weißt du, wie ich mein, Homie? Rio. So ist verheiratet doch einfach Rio. Stell dir das vor, was denn? Ja, wenn du 18 Stunden hier bist und jeder am Pennen ist und du so ganz alleine am Rumlaufen, so. Mhm. Also ich kann euch sagen, dass ich mit 60% immer die 1 habe. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Was hast du? 60% bin ich immer die 1. Also die Glückszahl, meine Glückszahl. Ja, ja, so. Oder? Was ist gerade deine Glückszahl? Jetzt gerade 142. Aha. Ja, aber das ist auch schon gut. Ich hab nur 60% gesagt, Jungs, chill. Ich hab 200. Ja. Was wollte ich dir sagen? Ja. Seit wann bist du in so Staaten unterwegs? Das wäre mir noch sehr wichtig. Machst du das schon lange oder ist das neu für dich? Ja, überleg mal, Digga. Seit einem halben Jahr. Er spielt 18 Stunden am Tag, dann ist auch verständlich. Also der Hype, also, das stimmt auch, das habe ich gestern, ich habe gestern das Gespräch erst gehabt. Mhm. Das ist, glaube ich, bei mir, weil der Hype sehr hoch ist. Ja. Und weil ich von einer ganz anderen, ich komme von was ganz anderem, wo ich auch sehr, sehr erfolgreich war. WoW, 100%. Nein. Pferdereiten. LOL. Nein. LOL. Er war rein. Fortnite. Gold. Ja, hört doch mal zu jetzt. Pferdereiten. LOL. Minecraft Bed Wars. Also ich habe bis vor kurzem, und dann werdet ihr vielleicht euch wieder kaputt lachen, sehr erfolgreich noch Rainbow Six. Warum soll man lachen, oder? Oh, okay. Da habe ich aber mehr Teams gemanagt, okay. Das heißt, ich habe Teams zum Erfolg gebracht. Kannst du mir dabei auch helfen? Kein Problem. Bruder, ich brauche auch Hilfe. Okay. Ich habe ein E-Sports-Team, Vision Clan, Homie, kannst du mir helfen? Was brauchst du? Ich habe auch so ein Vision, ich habe auch ein E-Sports-Team, Homie. Ja, was hast du denn für ein E-Sports-Team? Ja, so diese Lockere. Wir wollen ein, zwei Leute sein, weißt du? Kannst du mir dir helfen? So scouten?